Stellt euch mal vor, eure Festplatte mit allen Fotos geht kaputt. Oder jemand bricht bei euch ein und klaut euren Computer und eure Festplatten. Oder vielleicht noch das Schlimmste, der Zugang zu eurem Google-Konto wird aus irgendeinem Grund gesperrt, aber bei Google Fotos liegen alle Erinnerungen. Was mache ich denn jetzt? Die ersten Sachen kann man sich vielleicht noch vorstellen, aber letzteres ist einem Mann in den USA passiert, dem Kinderpornografie vorgeworfen wurde, weil er eine Rötung im Intimbereich seines Sohnes fotografiert hatte, die er an den Arzt gesendet hat, aber das Handy hat automatisch die Sachen auch zu Google Fotos hochgeladen. Dort wurde das Ganze als mögliche Kinderpornografie geflaggt. Die Behörden haben gesagt, nee, das passt schon, aber das Google-Konto des Mannes blieb gesperrt. Und damit waren alle Erinnerungen weg. In diesem Video möchte ich euch deswegen drei einfache Wege zeigen, wie man verhindert, dass man Datenverlust hat, sei es mit Fotos, Videos, Erinnerungen oder auch allen möglichen anderen Daten. Großes Dankeschön an der Stelle an Synology, die mir auf Anfrage hin von mir ihre Hardware als auch Cloud-Zugänge gegeben haben. Deswegen ist das Video gekennzeichnet. Grundlage des Ganzen ist die sogenannte 3-2-1-Backup-Regel. Das bedeutet, ich habe mindestens drei Kopien meiner Daten auf mindestens zwei verschiedenen Geräten und ein Gerät davon ist an einem anderen Ort, sodass es keinen einzigen kritischen Fehlerpunkt gibt, der alle meine Daten vernichten kann. Die Idee mit dem geringsten Aufwand ist es einfach, zwei verschiedene Clouds zu verwenden. Also zum Beispiel Google Fotos und Amazon Fotos oder Google Fotos und P-Cloud zum Beispiel. Ich sollte dafür natürlich unterschiedliche Logins haben, damit ich dort nicht wieder einen Single Point of Failure habe. Und warum zwei Clouds? Naja, aus dem einfachen Grund, wie vorhin schon im Beispiel gesagt. Angenommen, meinetwegen ein Zugang von mir wird gehackt und meine Daten darauf werden gelöscht. Oder es gibt bei dem Dienstleister, ja, das sind alles nur Computer von anderen Leuten in der Cloud, irgendwie einen Fehler und Daten von mir gehen verloren. Oder mein Zugang wird gesperrt und ich verliere den Zugang zu meinen Daten. Deswegen zwei verschiedene Cloud-Anbieter. Die Vorteile sind, es ist extrem einfach, die Synchronisation läuft einfach im Hintergrund ab, zum Beispiel vom Handy auf die Cloud. Und natürlich kann ich von überall auf der Welt drauf zugreifen. Also von meinem Handy aus, vom Browser aus und meistens wird das auch schön aufgearbeitet, schön aufbereitet, sodass ich einfache Übersicht über meine Daten gewinne. Es gibt aber natürlich auch Nachteile, wie zum Beispiel der Cloud-Login. Die Cloud-Anbieter sind ja daran interessiert, dass man dort weiterhin zahlt und versuchen es deswegen manchmal recht schwierig zu machen, an seine Daten ranzukommen. Bei Google Fotos zum Beispiel komme ich zwar über Google Takeout relativ einfach an meine Fotos, aber die haben dann nicht mehr die richtigen Metadaten, das heißt Aufnahmeort und Aufnahmedatum und so weiter. Ich hatte da 5 Terabyte an Fotos bei Google Fotos und das runterzuladen dauert erstmal, da muss man hoffen, dass nichts schief geht und zum anderen braucht man dann Software oder technische Kenntnis, um das Ganze wieder zuordnen zu können und wenn man die technische Kenntnis nicht hat, dann muss man für die Software auch zahlen. Und das geht alles, aber es dauert wirklich lang, weil man braucht halt 2 große Speicher, dann ist ja meistens die Verbindungsgeschwindigkeit nicht so groß. Bei mir haben die 5 Terabyte über 7 Tage gebraucht, um da die richtigen Daten wieder zuzuordnen. Und wenn man sich das vorstellt, in ein paar Jahren mit mehr Kindern hast du vielleicht noch mehr Fotos. Es ist einfach so, dass die Anbieter einen dort halten wollen. Den Link zu der Software, die ich genutzt habe, um meine Google Takeout-Fotos wieder richtig zuzuordnen, lasse ich euch mal unten in der Beschreibung. Außerdem Thema Privatsphäre. Firmen könnten auch Zugriff auf meine Daten haben. Das hängt natürlich stark vom Service und dessen Nutzungsbedingungen ab und auch wo die Server stehen, aber wenn die nicht in der EU stehen, kann man eigentlich nicht wissen, was mit seinen Daten genau passiert. Deswegen lohnt es sich immer, die Nutzungsbedingungen und Privatsphäre-Sachen, die der Dienst anbietet, genauestens durchzulesen. Und zuletzt haben wir natürlich noch das Thema Preis, denn so eine Cloud kostet fortlaufend. Es gibt ein paar wenige Cloud-Anbieter, die lebenslang irgendwie ein Kontingent anbieten, in der Hoffnung natürlich, dass dieser Service dann auch tatsächlich ein Leben lang existiert. Ja, man hat es immer schon mal gesehen, man kauft sich irgendwo was und dann geht die Firma pleite und dann ist halt das, was man gekauft hat, vielleicht nichts mehr wert, aber bei Clouds ist es oft so, dass man monatlich für das Kontingent zahlt, was man tatsächlich nutzt und das kann halt über die Zeit und abhängig von der Menge der Daten, die man hat, doch durchaus teuer werden. Ich denke deswegen aus Privatsphäregründen ist es nie eine schlechte Idee, seine eigenen Daten direkt bei sich zu Hause zu haben. Und es kann natürlich sein, dass ich das in Form von einer Festplatte habe, idealerweise 2 Festplatten, die gespiegelt sind, damit meine Daten redundant vorliegen. Ich persönlich bin großer Fan von einem sogenannten NAS, also einem Netzwerkspeicher, Network Attached Storage, denn das ist quasi ein kleiner Computer, wo ich einfach Festplatten dranhänge und der verwaltet das dann alles und damit kann ich zum Beispiel Sicherungen automatisieren. Also die Fotos von meinem Handy werden automatisch gesichert, mein Laptop sichert sich automatisch auf das NAS, sodass ich da keinen Datenverlust habe und die richtigen Einstellungen vorausgesetzt, liegen die Daten dann auch dort redundant vor. Das heißt, geht eine Festplatte kaputt, verliere ich trotzdem keine Daten. Ich persönlich nutze jetzt hier ein NAS von Synology, deswegen ist das auch das Beispiel, worauf ich jetzt hier eingehen werde. Die zweite Idee ist so eine Art Hybrid-Idee, wo ich eine Cloud und auch einen lokalen Speicher, also zum Beispiel ein NAS, nutze. Und hier wäre die erste Möglichkeit zum Beispiel, ich hau einfach all meine
meine Daten auf mein NAS und stelle dann dort ein, dass das regelmäßig ein Backup in die Cloud macht. Das kann direkt auf dem NAS verschlüsselt werden. Das heißt, die Cloud-Anbieter wie zum Beispiel Solanergy's C2 Storage Cloud oder auch Google Drive können keinen Zugriff auf die Daten haben, weil sie halt dort schon verschlüsselt liegen. Bei Synology ist es zum Beispiel auch so, dass die Daten sowieso in Frankfurt am Main stehen und damit den europäischen Datenschutzstandards entsprechen müssen. Aber das ist halt super einfach, weil ich hau einfach meine Daten drauf und das NAS kümmert sich dann um den Rest. Für mich also super einfach. Ich muss aber mit so einem NAS nicht auf die Vorteile von so einer Cloud verzichten, also wie zum Beispiel die schöne Darstellung von Google Fotos. Synology bietet hier zum Beispiel ihren Dienst Synology Fotos an, komplett kostenlos, wenn man sich so ein NAS einmal gekauft hat, was so ähnlich funktioniert wie Google Fotos. Oder ich kann auch einfach zum Beispiel Backups von meinem Mac mit Time Machine direkt auf das NAS machen oder mit dem kostenlosen Service Active Backup for Business, den man auch mit dem Kauf des NASes bekommt, meinen kompletten Windows-Rechner einfach 1:1 auf das NAS sichern, sodass ich auch da keine Daten von meinem Rechner mehr verliere. Und wenn ich möchte, werden diese Daten auch dann verschlüsselt in die Cloud hochgeladen, sodass ich wirklich nie mehr Daten von meinem Rechner verliere, was super praktisch ist. Und das Schöne ist, das NAS steht ja bei mir im Netzwerk. Das bedeutet, wenn ich zum Beispiel ein Backup von meinem Rechner auf das NAS schiebe, dann sind das ja meistens ein bisschen größere Datenmengen und das geht dann super schnell übers Netzwerk und dann, wenn der Rechner aus ist und ich schlafe und so, kann das NAS das automatisch in die Cloud hochladen. Das heißt, ich bekomme das gar nicht mit und mein Rechner muss dafür nicht die ganze Zeit an sein. Aber ich kann auch verstehen, dass manche Leute die Vorteile einer Cloud nutzen wollen und trotzdem ihre Daten redundant bei sich zu Hause zum Beispiel auf einem NAS vorliegen haben wollen. Ein Beispiel wäre hier, dass man, bevor Google Fotos kostenpflichtig wurde, dort viele Terabyte an Fotos hochgeladen hat und die will man natürlich jetzt nicht irgendwie dort wieder löschen und aufs NAS spielen und dann irgendwo anders bei einem Cloud-Anbieter für diese Kosten aufkommen, weil so ein Terabyte an Fotos kann ja durchaus mal 20 Euro kosten, je nachdem wie viel ich habe, bin ich auch schnell bei 50 oder 60 Euro im Monat, die ich dafür 5, 6 Terabyte im Monat ausgebe und die will ich mir vielleicht sparen. Und auch das würde natürlich die 3-2-1-Regel erfüllen, wenn ich meine Daten sowohl auf das NAS als auch weiter in die Cloud spiele. Die Vorteile davon liegen auf der Hand. Ich habe die Vorteile der Cloud-Dienste, wie die Sicherheit und eventuell auch die Services, je nachdem wie ich es benutze, aber auch die Vorteile des NASes, weil ich ja alle Daten auch bei mir zu Hause vorliegen habe und damit unabhängig zum Beispiel von meiner Internetgeschwindigkeit bin oder auch wenn das Internet zum Beispiel mal ausfällt. Außerdem ist das Ganze natürlich abhängig von den verwendeten Einstellungen sehr, sehr sicher. Ich habe deutlich besseren Zugriff und deutlich bessere Privatsphäre-Einstellungen, wenn ich zum Beispiel NAS-Backup verschlüsselt in die Cloud mache. Wenn ich Cloud und NAS verwende, muss ich natürlich ein bisschen gucken. Aber im Endeffekt habe ich hier die volle Kontrolle, wenn ich das haben möchte und trotzdem alle meine Daten schnell in der Cloud, aber auch bei mir zu Hause. Das System hat aber natürlich auch Nachteile. Zum einen muss ich natürlich erstmal das NAS und die Festplatten dafür kaufen, was einmalig doch ein Batzen Geld sein kann. Und zum anderen muss ich dann laufend auch noch die Gebühren für die Cloud bezahlen. Und dann muss ich natürlich überlegen, wie viel ist mir das wert und lohnt sich das für mich? Also wie abrufbar müssen meine Daten sein, wie schnell müssen meine Daten da sein und wie hoch muss die Ausfallsicherheit für meine Daten sein? Und als zweites habe ich natürlich die volle Verantwortung für die Sicherheit und das Backup meiner Daten. Denn wenn ich so ein NAS habe und das ist mit dem Internet verbunden, dann ist das theoretisch ein Sicherheitsrisiko. Und das ist nicht schwierig, die Sachen gut einzustellen. Synology hatte auch schöne Tutorials für und auch den Sicherheitscheck und so. Aber es ist natürlich was, wenn ich die Kontrolle habe, habe ich damit auch die Verantwortung. Die Umsetzung mit der für mich zu Hause höchsten Geschwindigkeit, aber gleichzeitig auch der höchsten Umgebungssicherheit wäre es aber, anstatt dass mein NAS ein Backup in die Cloud macht, einfach ein zweites NAS zu haben und anstatt in die Cloud macht das NAS ein Backup auf ein zweites NAS. Dieses NAS ist entweder ein NAS, was, weiß nicht, ein Freund von mir hat, wo noch Speicher drauf frei ist. Oder vielleicht auch, ich kaufe noch ein zweites und stelle es zu Freunden oder Familie. Und wenn dann meine Daten auf meinem NAS liegen, spiegelt das automatisch die Daten auch auf das zweite NAS, wo die dann nochmal liegen. Die Vorteile dafür liegen natürlich auf der Hand, weil ich habe absolute Kontrolle über meine Daten. Ich habe quasi die perfekten Privatsphäre-Voraussetzungen, wenn man das so sagen möchte. Und ich habe damit natürlich auch alle Vorteile eines NASes, ohne die Nachteile einer Cloud zu haben. Also zum Beispiel die monatlichen Kosten. Und ich komme auch sehr schnell an meine Daten wieder ran. Also wenn mein NAS kaputt geht zum Beispiel, ich habe aber meine 5 Terabyte an Daten, an die ich schnell wieder ran muss, dann kann es sein, wenn ich die aus dem Netz erstmal wieder herunterlade, das kann erstmal mehrere Tage dauern. So, wenn das NAS irgendwie 3 Straßen weiter bei einem Kumpel steht, gehe ich halt kurz rüber, hole mir das NAS und habe alle meine Daten direkt wieder da. Die Nachteile sind natürlich, ich brauche 2 NAS oder einen Freund, der noch ein NAS hat, wo ich Speicher mit drauf nutzen kann. Und mit der vollen Kontrolle kommt natürlich auch die volle Verantwortung für meine Daten. Das heißt, ich bin komplett allein dafür verantwortlich, dort alles richtig einzustellen und sicher zu machen. Und wie gesagt,
gesagt, da gibt es Hilfestellung online, wo man schauen kann, wie mache ich das möglichst sicher. Aber ich muss mich halt damit beschäftigen, weil es meine Verantwortung ist. Ich glaube, das Thema NAS ist für viele Leute was komplett Neues und kann, ehrlich gesagt, am Anfang auch echt überfordernd sein. Aber Synology bietet hier beispielsweise viele deutsche Tutorials an, noch kostenlosen Chat- und Telefonsupport. Und das ist einer der Gründe, warum ich deren Produkte echt so feiere. Ich glaube, viele von uns gehen mit ihren Daten ziemlich lax um. Und man merkt erst, welchen Wert man darin hat, wenn die Daten auf einmal verschwunden sind. Weil so Kindheitsfotos von den eigenen Kindern oder von der eigenen Kindheit, die kriegt man halt nicht wieder zurück, wenn sie einmal weg sind. Ich denke deswegen, dass es sehr, sehr wichtig ist, mit dem Thema Datenschutz und auch Schutz vor Datenverlust auseinanderzusetzen. Und ich denke, die drei Optionen, die ich euch hier im Video gezeigt habe, sind meiner Meinung nach dafür die besten. Aber im Endeffekt muss das jeder selbst entscheiden, wie wertvoll ihm seine Daten sind und wie sicher er sie haben möchte. Ich lasse euch mal alle Links unten in der Beschreibung und würde mich mal interessieren, welchen Weg ihr bevorzugt und warum und welche Services und Dienste und Produkte ihr dafür benutzt. Ich denke, jeder sollte sich darüber Gedanken machen, weil es natürlich hier nicht nur um Fotos und Videos geht, sondern auch zum Beispiel um wichtige Dokumente wie zum Beispiel Zeugnisse oder so. Das sei es aber erstmal an der Stelle. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.